Hallöchen, liebe Freunde Scambaitings, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Icetex75. Ich freue mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, und heute haben wir wieder eine Special-Video, ja, wo viele der Scambaiter-Liga dabei sind. Das kommt nämlich aus einem Livestream von Siggi. Und ja, da spielen wir eine besoffenen WG, aber vorher gibt es noch einen Betrüger gegen Betrüger. Und ich wünsche euch viel Spaß. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Hallo, Sie haben bei uns angemeldet, Sie einen Account bestellen. Ist das richtig? Sie haben sich bei uns angemeldet, bei der Trading-Plattform. Welche Plattform? Trading-Plattform. Oil Profit, wie ich sehe, Sie haben sich da angemeldet mit Ihren Kontaktdaten. Stimmt das? Nein. Wir haben, ich kenne diese Plattform nicht. Unsere Plattform heißt Zepter Invest. Und Sie haben bei uns angemeldet. Ich weiß nicht, Sie haben das gemacht oder Ihr Freund oder Kollege. So, und hat Ihre Daten bei uns alle bekommen. Und deswegen, ich habe Sie angerufen. Von Finanzmarkt. Und so, und Sie haben jetzt immer noch keinen Account. Ist so richtig? Das ist korrekt, ja. Hallo? Ja, bitte. Ja, sagen Sie was. Haben Sie oder nicht? Nein, habe ich nicht. Warum? Ja, und wenn Sie wollen das nicht, warum, wenn Sie haben Sie bei uns angemeldet? Sagen Sie bitte einfach. Ich möchte etwas Neues probieren. Also möchten Sie nicht probieren? Und darf ich wissen, warum? Mhm. Haben Sie Angst oder wie? Vielleicht. Nein. Ich möchte ein bisschen mehr Geld haben. Ja, wenn Sie möchten Geld haben, dann Sie müssen was machen. Einfach so, Geld kommt nicht. Verstehen Sie? Okay, geben Sie geben Telefon wieder Ihrem Freund. Ich spreche mit Ihnen. Max Müller, wo ist der? Digger, ja? Bitte? Habe ich recht? Darf ich mit Herr Digger reden, ja? Das wie? Digger. Nochmal? Nochmal wiederholen, ich habe nicht gehört. So, können Sie bitte mir sagen, mit wem rede ich? So, mit Herr Digger, so, Sie, ja? Nein. Wer ist Herr Digger? Nein. Sie reden mit mir, mit Dennis. Mit Dennis? Und ich habe Ihre Anmeldung bekommen. Ich weiß nicht, dass Sie haben das gemacht oder Ihre Freund, weil ich habe mit drei verschiedenen Leuten gerade gesprochen. Können Sie bitte meinen Namen und Vornamen nennen? Wissen Sie meinen Namen und Vornamen, oder? Haben Sie meinen Namen und Vornamen in Ihr System, oder? Nein, ich hab nicht Ihren Namen. Ich habe nur Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Welche E-Mail-Adresse? Buchstabieren Sie bitte. Ja, ich muss jetzt gleich gucken, weil ich habe nur Telefonnummer geguckt und fertig. Gucken Sie bitte meine E-Mail-Adresse. Ja, da steht gucken. Dortmund 5544@gmx.de. So, ist das richtig? Okay. Ja, warum Sie ganz so lachen? Oder? Sagen Sie bitte mir was. Möchten Sie das oder nicht? Ich oder nicht? Wenn nicht, dann warum nicht? Nein. Warum nicht? Bitte? Ja, weil Sie ganz so lachen und sagen nichts. Bitte. Ja, bitte. Ich muss weiter arbeiten. Ja, also ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke schon für Ihre Antwort. Ja, aber sagen Sie bitte, warum Sie wollen nicht. Ja. Sagen, weil ich muss auf meinen Computer schreiben und Sie bekommen keine von mir anrufen. Wenn Sie sagen nichts, dann muss ich Sie jedes Mal anrufen und fragen, warum Sie wollen das nicht. Verstehen Sie? Also, ja, ich habe verstanden. Ja, super. Bitte? So, ja, geben Sie Telefon Ihre Freund. Mit Ihrem Freund, ich kann besser reden als mit Sie. Okay. So. Wer ist Max Müller, der hatte gesagt, ne? Ich habe gerade neben mit Max Müller gesprochen. Können Sie wieder den Telefon wieder zu ihm geben? Nein. Warum?
Weil Sie können mit mir reden ein bisschen, ja? Mit Olivia. Ja, ich rede so mit denen doch, aber sie sagen gar nichts und sie ganz lachen und ich verstehe nicht, was brauchen sie. Sie brauchen Geld, bis sie verdienen. Und? Ist so richtig? Nein. Brauchen sie kein Geld haben? Ja. Warum? Als was arbeiten sie? Geld. Können Sie bitte bei mir sagen? Woher Sie haben Geld? Woher Sie bekommen Geld? Ich habe Arbeit, so gute Arbeit. Ja, wo arbeiten Sie? Sie haben nicht gesagt, Sie sagen nur Arbeit. Im Büro. Im Büro? Wo denn? Im Büro. Ja, wo denn? Das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis, okay. So, und warum Sie wollen nicht Geld verdienen? So, ich habe genug Geld. Also, wie heißen Sie? Können Sie Ihren Namen bei mir sagen? Olivia. Bitte? Wir können duzen. Mein Name ist Olivia. Wie? Olivia. Olivia. Ja. Olivia. Genau. Doch, sag ich doch. Ja, Sie haben ein schönes Name. Ja, und jetzt sagen Sie bitte, Olivia. Olivia, warum Sie wollen sagen Sie nicht ein Abkommen? Sagen Sie bitte Ihren Namen und Vornamen. Können Sie Dennis, bitte sagen, doch gesagt, welche Dennis. Firma vertritt? Dennis und Vornamen? Ja. Warum Sie brauchen meinen Vornamen ein bisschen? Nachnamen. Sie wollen nicht einen Account von mir bestellen und Sie wissen von mir alles, wollen von mir alles wissen. Sowas geht nicht. Sagen Sie, wann Sie möchten einen Account von mir aktivieren, dann ich sage meinen Namen und Vornamen. Und ich sage meinen Firmennamen. Ich habe gerade neben von Ihrem Kollegen alles geklärt. Und der hat die Telefon von Ihnen gegeben. Okay. Und? Ich habe verstanden. So, danke schön für dieses Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und schönes Wochenende. Danke schön. Ja, ich wünsche von Sie auch so, aber Sie haben bei mir nicht gesagt, warum Sie wollen nicht. Also Sie haben schlechte Erfahrungen bekommen oder was schlecht gehört. Was passiert? Können Sie bitte bei mir das sagen? Nein, alles ist in Ordnung. Keine schlechte Erfahrung. Alles in Ordnung. Ja, Sie haben gerade bei mir gesagt, Sie möchten Geld verdienen. Und vor einmal, Sie haben gesagt, nein. Ja, ich wollte einen Grund bieten. Warum? Warum Sie wollen nicht? Einfach sagen, diesen Grund und fertig. Dann ich wisse, warum die Kunden haben Angst. Verstehen Sie? Das ich brauche selber für mich persönlich. Hallo, ich bin wieder da jetzt. Das ist meine Frau gewesen. Olivia, ich habe das von Telefon, der ist besoffen gewesen. Was gewesen? Besoffen? Ja. Warum? Ja, die hat viel Alkohol getrunken. Ach so, was trinkt die? Whisky. Bier oder Wodka? Whisky. Whisky? Whisky Cola oh, trinkt. Ja, das ist genau. Olivia, geh mal schlafen jetzt. Ja, was haben Sie? Party heute oder wie? Heute Nacht war das Party, ja. Aber immer noch nicht schlafen, die ganze Zeit. Nur mit Freundinnen sitzen da und im Wohnzimmer immer feiern. Aha, okay, war schön. Ja, aber wie heißen Sie? Können Sie bitte Ihren Namen bei mir sagen? Oleg. Oleg? Ja. Ja, okay, Herr Oleg. Warum Sie wollen nicht bei mir einen Account bestellen? Sagen Sie bitte doch bei mir. Ich will die ganze Zeit von Ihrer Frau das wissen. Ihre Frau sagt das nicht. Ich will nur ein Wort, warum Sie will nicht. Ein Grund, sagen Sie bitte das mir. Das weiß ich nicht. Ich habe das nicht verstanden. Wie? Wer hat nicht verstanden? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum Sie nicht möchten. Bitte? Ja, aber den Account gar nicht gemacht. Ja, ich weiß, deswegen habe ich Sie angerufen. Sie haben bei uns gerade neben. Ich bin ja hier noch auch zu Gast. Ich bin noch einer der Letzten hier geblieben auf das Party. Aber gucken Sie, Sie sind am Party, aber in online auf meiner Webseite drin. Ich sehe Sie. In der Webseite? Ja. Sie sind online bei mir. Bei mir steht, wenn Sie sind am online. Welcher Seite ist das denn? Ich bin hier gerade an diesem Computer. Certa Invest. Certa, was? Certa Invest. Da sehe ich nicht. Das ist nicht online hier. Ja, gucken Sie bitte. Sie können zum Beispiel, okay, wenn Sie wollen zum Beispiel nicht Geld investieren, aber Sie können zum Beispiel bei uns 2 Wochen Probezeit machen. Einfach Probezeit.
wie ist das funktioniert. Verstehen Sie? Zum Beispiel, wenn Sie lernen das und Sie können später irgendwann nochmal für Sie eine, also normal Geld investieren können Sie. Aber, ja, Entschuldigung, meine Kollege hier, das, den, wir haben doch Max mit das, Max Müller gesprochen. Ja, was soll ich den mal geben, weil der ist auch noch hier. Nein, weil ich habe ja gar keine Ahnung davon. Nein, ich bin mit dem Sprecher. Max, komm mal bitte, ey, der, ich habe keine Ahnung, was der will hier. Tschüss. Ja, hallo, ich bin wieder da. Ja, hallo. Was ist los? Warum Sie wollen nicht einen Abkommen für mich bestellen? Nee, doch. Also wir wollen, aber diese Olivia, die hat sich jetzt schlafen gelegt und andere, weiß ich gar nicht so. So umgekippt gerade irgendwie. Jetzt mach ich. Weil die können alle gar nicht, weil die sind voll dicht. Die haben so Wodka-Korn und so getrunken. Also trinken sie Wodka oder Whisky? Whisky und Wodka-Korn, aber die haben die ganze Nacht durchgefeuert. Alle gemischt. Ach so, alles. Okay. Okay, ja, okay, genau. Ich habe verstanden. Aber wenn Sie haben das gemacht, zum Beispiel, Sie sind am Party, olé, ne? So, ich habe verstanden, olé, ne? Olé, Sie sind am Party. Und was machen Sie auf meiner Webseite? Können Sie bitte das bei mir sagen? Ja, wir wollten, ja, wir hatten ja registriert vor gestern oder so, da waren wir noch nüchtern. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber jetzt wollen wir richtig. Sie haben von fünf Minuten, Sie haben von fünf Minuten sich angemeldet. Ich habe direkt Ihre Anmeldung bekommen. Ah, und deswegen ich kann Sie angucken. Hast du dich schon wieder bitte? Angemeldet? Nein, ja, ich habe das nicht gemacht, nein. Was für eine Anmeldung hast du? Ja, du hast schon wieder angemeldet. Ich habe doch gesagt, einmal anmelden. Ja, Sie haben, das reicht, weil Sie haben Sie einmal angemeldet, das reicht. Sie brauchen genau. Zweimal machen. Nicht zweimal. Einmal ist genug. Einmal ist genug. Ja, Sie haben sich einmal registriert und Ihre Daten komplett zu mir gekommen und deswegen Sie bekommen einen Anruf von mir. Und boah, ich wollte Alter, wissen, wer hat denn meinen Jägermeister reingepisst? Und ich wollte aber wissen, warum Sie möchten nicht einen Account von mir bestellen. Nicht, einfach sagen den Grund. Schwein, ich stehe. Und zum Beispiel. Mal auf, da, dann. Ja, bitte. Ja, ich bin hallo. Da. Keine Angst. Ja, ich bin da. Ja, und sagen Sie bitte diesen Grund, warum Sie wollen nicht. Und dann ich könnte zu meinem anderen Kunden zum Beispiel sagen, warum Sie haben Angst. Verstehen Sie? Nee, doch. Wer macht denn hier so einen Krach? Was machen wir? Geh mal wieder in dein Bett, mein Gott, ne. Mensch, es ist so laut hier. Die Leute kommen wieder alle in meine Fresse. Ja, ich baue noch einen Joint, will jemand mitrauchen? Die oh Leute, ja. Die kommen alle, was, die was werden drauf? Jetzt wach. Die werden alle wach jetzt hier. Ja. Yo, ich baue einen Joint. Joint? Jungs, Alter, geht mal mit deinem Bett, Alter. Wir wollen hier Geschäft machen mit Online. Wollen, wen gehört das Kreditkarte? Mit was? Mit Kreditkarte? Wen gehört das Kreditkarte hier auf dem Tisch? Diese von Max Mustermann, ist der überhaupt da überhaupt? Und der wird geklaut, diese Kreditkarte. Ja, wir so, wollen, Leute, was ja, machen? Wir wollen online handeln, aber außer Olivia, die will nicht, weil die ist wieder im Bett gegangen. Boah, ja, da machen Sie einfach. Ich weiß. Ja. Aber die anderen, die wollen auch einzahlen, ne? Das ist, also wenn 50 Euro immer, so jeder. Ja, wir können von jeder 50 Euro holen und einen Account für Sie bestellen. Genau. Und was haben Sie Geld gewinnen? Sie können zusammen verteilen. Verstehen Sie? Wir machen fünf Einzahlungen, jeweils 50 Euro immer dann, ja? Nein, gucken Sie bitte. Sie können zum Beispiel von hier von einer Person 50 Euro überwiesen. Du Schwein, du! Und dein Account aktivieren. Ja, wir machen einen Account und jeder 50 Euro. Also jeder macht Account. Ja. Ja, genau. Ja. Das geht nur mit 250. Bitte? Nee, doch, also 50 habe ich doch.
Also 50 jeder macht doch jetzt. Ja, wie viele Personen haben da? Ja, also wir sind insgesamt 6, aber wenn Olivia macht ja nicht, also 5. Ey, kannst du nehmen meine Kreditkarte? Sie brauchen nur 5 Euro haben. Leute, alle mal die Kreditkarte zu mir. Alle Kreditkarten zu mir. Jeder macht 50 Euro jetzt. Hier ist meine Kreditkarte. Schubkopf, komm her. Kreditkarte, ja jetzt. So, ich habe hier einmal Visa-Card, Mastercard, was ist das denn hier? Payback-Card, geht das auch? Ja, Online-Banking reicht. Haben Sie ein Online-Banking? Ich habe hier so eine Visa-Karte, habe ich hier, Payback-Karte. Der andere hat mir auch von der Payback-Karte hingelegt hier. Geht das auch? Geht das auch, aber wie habe ich gesagt? Ne, ich brauche nur Online-Banking. Ich habe das Mastercard hingelegt. Genau, ja, du ich hab, Mastercard, ja. Aber meine Deutschland-Card von Aldi. Ich habe Karte von American Express. American Express? Nein, wie habe ich doch gesagt, ne, wenn Sie haben ein Online-Banking, das reicht mir. Wir wollen aber mit so viele Karten haben. Leute, alle eine Kreditkarte geben und ein Online-Banking. Nein. Ich brauche nur ein Online-Banking. Es geht doch eine Kreditkarte auch. Ja, Sie können mit Ihrer Kreditkarte mit einem Kollegen überwiesen, diese 250 Euro, und eine macht 200, eine Account für Sie bestellen. Mit 250 Euro. Ja, dann mach doch. Das ist ganz einfach. Dann mach doch. Ja, dann machen Sie doch. So, wie habe ich gerade gesagt, haben Sie Online-Banking? Also das Einzahlung da. Kreditkarte, bist du dumm? Leute, ruhig bleiben, ruhig. Wir müssen jetzt hier seriös bleiben. So, ich habe jetzt hier einfach Visa-Karte von Atafan Rusfaran. Oder Alter, was ist das für ein Name, das, ey? Kenn ich gar nicht. Wer ist das davon? Ist mein Name. So, okay. Ich hab hier 4779. Alter, was ist das denn? Sollen wir gleich nochmal Musik anmachen? Oh, mach Musik. Hast du diese Hitparade noch? Nimm einfach so Ghetto. Sagst du mir? Ghetto. Nee, dieser Kollege da. Aber Olivia ist am Pennen, Leute. Müssen keine Musik hier. Nein. Das stimmt, ist besser. Leute, habt ihr alle ein Online-Banking? Alle ein Online-Banking geben zu mir. Das sind ja dann 5 verschiedene Online-Banking. Genau, jeder ein Online-Banking. Oder geht Kreditkarte jetzt? Olivia, aber trotzdem macht ihr ein Aquarium. Alter, haut das rein. Boah. Ey, guter Stoff, ey. Der ist richtig heftig, Alter. Alter, was raucht ihr da hinten? Alter, wo hast du das Glas her? Alter, ist alles am Rauchen. Ich krieg keine Luft mehr. Stell mir mal Kontakt zu deinem Dealer her, Alter. Geiles Zeug. Geiles Zeug. Ich glaube, da sind Fußnägel drin in der Mische. Junge, einer ist am Kochen, da verbrennt die Scheiße da alles. Mein Gott nicht. Alex Schubkopf wieder. Hallo, hier ist Oleg hier. Hallo? Ja? Wie können wir das machen mit der Einzahlung? Einzahlung, ich schicke einfach für Sie einen Link. Sie bekommen von Klarna einen Link, wo Sie können den Einzahlung machen. Ey, das stinkt hier, ne? Der hat doch gesagt, das ist Kreditkarte. Warum dann Link mit Klarna? Ja, weil Sie müssen mit Klarna arbeiten. Wir arbeiten mit Klarna zusammen. Nein, ich will mit Kreditkarte zahlen. Ja, wir haben doch gerade, wir können auch mit Kreditkarte machen. Ja, warum aber, dann Klarna? Er will mit Klarna arbeiten. Bitte? Leute, ich glaube, der weiß gar nicht, was er redet. Wir haben doch Klarna. Wir haben doch schon Olivia, nicht Klarna. Nein, sie bekommen einen Link. Klarna ist schon nach Hause gegangen. Von Klarna. Die Kreditkarte ist nicht Klarna. Ich weiß, Kreditkarte ist nicht Klarna, aber sie also, haben doch... Also, ich will gesagt, mit Kreditkarte zahlen. Leute, wir haben eine Kreditkarte, ein Online-Banking. Was will der andere? Deutschland-Karte, habe ich noch gehört. Jetzt nochmal alles geben, Leute.
Entschuldigung. Er weiß selber nicht, was er will. So, haben Sie Online-Banking oder Kreditkarte? Ich muss dir einen Link schicken. Wir haben gesagt Kreditkarte. Bist du schwer vom Begriff? Okay, warten Sie bitte kurz. 2 Minuten, ich schicke von Sie einen Link. E-Mail. E-Mail. Was für eine Link? Ja. Ja, was für eine Link? Ja, Sie kommen gleich per E-Mail einen Link, wo Sie können draufklicken und Sie einfach bestellen von dir einen Account. Kollege, Frage klar. Was für eine Link? Ja, Link von der Ihre Kreditkarte. Sie bekommen und Sie füllen den aus und wir bestellen von Sie einen Account. Ja. Link von meiner Kreditkarte. Bitte? Du willst schicken Link von meiner Kreditkarte? Nein, ich schicke. Hast du gesagt? Ich schicke einen Link, wo Sie können mit Kreditkarte Einzahlung machen. Ja, eben hast du gesagt, Link von meiner Kreditkarte, hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt. Hast du gesagt? Ich schicke für Sie einen Link von Kreditkarte. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wo können Sie Einzahlung machen? Ich das glaube, der versteht das auch nicht. Ja, dann warten Sie. Ich glaube, der ist auch betrunken. Wie kann man da jetzt einzahlen? Ich habe jetzt eine Kreditkarte, ein Online-Banking, ein Deutschland-Card, ein Payback und einer fehlt noch. Ich habe das gerade dahingelegt, das Master. Und ein Master habe ich. Wer ist der Master hier? Stimmt ja. Ich bin ja dein Dealer. Nein. Wie kommst du denn auf so? Geil, Alter. Geil. Was los? Was Telefon ist das? Was machst du? Ahmed, das ist Ahmed Schachbrett, ist am Telefon. Dein Telefon hat geklingelt, wir sind da dran gegangen. Ja, genau. Warum? Ja, weil klingelt. Warum du gehst mein Telefon? Wer anrufen? Wer? Deine Finanzberater. geben, ich rede. Geben mir. Hallo? Ja, hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag, wer sind Sie? Ahmed. Ahmed? Ja. Ahmed. Warum du lachen? Ja, wer war Ihr Telefon hat genommen? Können Sie bitte bei mir sagen? Was bei dir sagen? Was? Was? Wer hat Ihre Telefonkarten genommen? Ich meine Zimmer hier, Telefon meine Zimmer. Ich war gerade Lidl einkaufen, ich komme nach Hause, alle Freunde hier in mein Zimmer, Telefon nehmen. Wer du? Warum du anrufen? Wer bist du, Kollege? Also ich bin Kundenberater von Plattformen Certainbox. Wir haben bei uns angemeldet, Geld zu investieren. Es ist richtig. Geld verdienen und machen. Mach mal diese Boxen an, diese Boombox. Bitte? Ja, warte, ich will gucken, wer dieser Mann hier am Tisch. Was Geld verdienen? Was sagen du? Was diese? Ja, Geld investieren. Von Finanzmarkt. Du wolltest sprechen? Ja. Diese Online-Handel, ne? Diese. Ja. Warum du lachen? Nein, ich lache nicht. Ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, deswegen. Das ist ein guter Kollege da, ehrlich. Hey, Ahmed. Wer ist dein Kollege? Kollege, wo du anrufen? Welches Land du anrufen? Ich rufe Sie von Deutschland. Warum? Konzentrier dich. Wo du anrufen? Wo? Von Deutschland. Deutschland. Wallah, du kommst nichts Deutschland an, Habibi. Ich kenne dich. Du nichts Deutschland. Wo bist du? Sag mir. Boah, heftig, Alter. Was für ein Joint ist das? Sagen Sie doch. Ich rufe Sie von Deutschland, von Dortmund. Du rufst in Dortmund. Sagst du Straße. Warum brauchst du meine Straße? Warum? Du Firma. Du sagst Straße. Wenn du Firma, du legal. Du kannst sagen Straße, kein Problem. Oder musst du Google machen. Schauen bei dem Google.
Nein, nein, wofür brauchen Sie meine Straße? Verstehen Sie, ich verstehe dann Ihre Frage nicht. Ich erkläre die Frage. Ich brauche Straße, weil ich sehe, was Firma, wo Firma ist, weil du legale Firma. Wenn du sagst, nicht Straße, du nichts legale Firma. Ach, richtig? Ja, gucken Sie bitte. Ich habe gerade mit vier Mann gesprochen und die alle vier Mann wollten einen Account für Sie aktivieren. Und dann du ja, hast... na, ich mache alleine Account. Nichts meine Kollegen machen, nur Problem machen. Ich mache allein. Was los? Account du. Wallah, nichts machen Account. Ich mache selber Account. Was du machen meine Computer hier? Ich wollte doch auch Account haben. Ganz Kreditkartenling davon mir. Was ist los diese? Wallah, das ist nichts gut. Oh, Entschuldigung, Moment. Ja, bitte, sagen Sie bitte. Aus welchem Land kommen Sie? Pakistan. Pakistan? Ja, und du? Pakistan, ich habe hier einen Freund von India. Willst du mit dem reden? Nein, mein Freund, wo du kommen? Du, wo dein Land? Ja, warum brauchen Sie das? Sagen Sie einfach. Habibi, wenn ja. Wenn du und ich machen Geschäft, gute Geschäft, weißt du. Ja. Ich muss wissen, wer du bist. Guter Mann, guter Geschäftsmann, gute Preis machen, was letzter Preis und so, weißt du. Ja, wir haben komplett. Ja, dann sagen bei mir, wer du bist. Wir haben doch das komplett Paket gebucht. Wenn Sie auf unserer Webseite sich angemeldet, auf unserer Webseite steht alles. Woher? Mein Freund, was ist deine Seite? Was ist deine Seite, Habibi? Was ist deine Seite? Webseite. Sie haben auf unserer Webseite sich angemeldet. Und ja, welche Seite? Welche Seite? Ich vergesse, ich mache viele Anmeldungen auf Seite. Welche Seite? Ich gebe meine. Habibi, was ist los mit dir? Hallo, Habibi. Hallo. Ach, hallo. Du, Habibti. Oh, la, Habibti. Hey, Tutsi. Oh, la, la. Ja, du hörst zu. Ich will wissen, wo deine Land, welches Land du anrufen, was deine Webseite. Meine Stimme, ja? Was ist? Sie kennen meine Stimme, ja? Nein, ich kenne Ihre Stimme nicht. Du musst mir sagen, wo dein Land und was deine Webseite ist. Mein Land ist nicht gewesen. Ja, wo deine Firma, welches Land? Musst du überlegen oder musst du schauen bei dem Google? Wo kann noch? In Deutschland, was? Habibi, in Deutschland. Ja, mein Schatz, Habibi. Aber wo Deutschland, welche Stadt? Dortmund. Dortmund. Genau. Was? Nochmal? Welche Straße? Straße 9, Habibti. Hast du geschaut bei dem Google? Genau. Mhm. Kannst du mir Buchstabierung machen von Straße? Nee, mein Habibti, lernen Sie zuerst Deutsch. Dann kommen Sie und sprechen Sie mit mir, okay? Haben Sie BH? Du tragen BH oder zu klein? Genau. Du tragen BH oder zu klein? Deine. Was sprechen Sie überhaupt? Verstehen Sie sich selbst? Guckst du, ich will Online-Handel machen. Ich habe Anmeldung gemacht bei diesem Seite. Dein Kollege anrufen. Du wieder anrufen, sagen machen. Hallo, warum du auflegen? Warum hat sie denn jetzt aufgelegt? Verstehe ich nicht. Alter, da war sie.